Guten Abend, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sachbuchreihe Wortstark in der Evangelischen Akademie am Römer in Frankfurt. Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Präsentation des Buches Vertrauen, die unsichtbare Macht von Martin Hartmann. Es ist eine Premiere hier auch für uns, die erste digitale Ausgabe dieser Reihe. Mein Name ist Friederike von Bühnau. Ich leite die Kulturstiftung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die diese Veranstaltung gemeinsam mit der Evangelischen Akademie und dem Fischer Verlag ausrichtet. Wir freuen uns, dass Sie zu Hause per Livestream dabei sind und wenn ausreichend Zeit ist, nehmen wir am Ende Ihre Fragen gern hinzu. Sie können diese über die Chatfunktion bei YouTube stellen, wenn Sie ein Konto besitzen. Da Sie schon nicht hier sind, verehrtes Publikum, freuen wir uns besonders, dass unsere Gesprächspartner, die Gäste hier am Römer anwesend sind. Ich begrüße herzlich hier zu meiner Linken den Autor des Buches, den Philosophen Martin Hartmann. Ihm gegenüber sitzt Bascha Mika, die ehemalige Chefredakteurin der Frankfurter Rundschau, und in der Mitte Cecile Schortmann, die den Abend moderieren wird. Vertrauen, die unsichtbare Macht. Als Frau Seidler vom Fischer Verlag das Buch für eine gemeinsame Veranstaltung vorschlug, war ich begeistert. Es gibt wenige Themen, die in so viele Lebensbereiche, persönliche wie gesellschaftliche, hineinreichen, die so vielschichtig, atmosphärisch, schön und schwierig gleichermaßen sind. Das Vertrauen grundlegend für das Miteinander ist, wissen wir und merken wir in dieser Zeit besonders. In der Politik, der Wirtschaft, der Wissenschaft, dem Glauben und in der Liebe sowieso. Doch immer wieder hören wir, dass das Vertrauen in der Krise steckt. Viele fühlen sich alleingelassen, beklagen seinen Verlust. Es folgt dann oft die politische Gegenrede vom Wiederherstellen des Vertrauens. Aber geht das überhaupt? Ist nicht gerade Vertrauen etwas, das sich nicht einfach herstellen lässt, sondern sich einstellen muss? Aus Beziehung mit anderen Menschen wissen wir, dass Vertrauen auch verletzbar macht und einmal zerstörtes Vertrauen nur langsam wiedergewonnen und gewachsen kann. Wie gelingt es uns, Räume zu schaffen, in denen sich Vertrauen entfalten kann? Mit all dem beschäftigt sich Martin Hartmann in seinem Buch und ich freue mich auf die Vorstellung dieses Buches und das Gespräch und übergebe an Cecile Schortmann, die sicher viele von Ihnen kennen. Sie stammt aus Düsseldorf, lebt aber schon länger in Frankfurt, hat in München Theaterwissenschaften, Kunstgeschichte und Psychologie studiert und moderiert im HR-Fernsehen das Magazin Hauptsache Kultur und seit über 10 Jahren bei Dreisat die Sendung Kulturzeit. Schön, dass Sie da sind und dass Sie den Abend heute moderieren. Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr und begrüße Sie auch ganz herzlich zu Hause. Ich finde es super, dass Sie also jetzt im Livestream zugucken und dass wir, Sie sagten es schon, hier aber immerhin vor Ort sein können, zu dritt mit gebührendem Abstand. Bascha Mika, Sie haben es schon gehört und wissen es vielleicht auch, hat eben bis zu kurz noch die Rundschau hier in Frankfurt geleitet, ist jetzt wieder zurück nach Berlin gezogen, von dort hierher gekommen. Früher vor der Frankfurter Rundschau hat sie auch lange die Taz geleitet und jetzt schreiben sie noch für die Rundschau, sind genau. Also noch verbunden und arbeiten noch von der Uni und sind vielfältig beschäftigt. Martin Hartmann kommt jetzt gerade auch hier mit dem Fahrrad von um die Ecke, lebt aber zwischen Frankfurt und Luzern, wo Sie als Professor für praktische Philosophie arbeiten. Praktische Philosophie umfasst Sozialphilosophie, politische Philosophie und Moralphilosophie. Ja, und jetzt dieses Buch, über das wir heute Abend sprechen, denn das Vertrauen, das wurde gerade schon angedeutet, ist ja im Moment etwas, was besonders auf die Probe gestellt wird, sagen wir es mal so. Einerseits haben wir einen extremen Vertrauenszugewinn in den letzten Monaten erfahren, in die Regierung, in Maßnahmen, in Virologen und andererseits sind aber auch die Zweifel groß. Wie geht es überhaupt weiter? Herr Hartmann, Sie haben dieses Buch lange vor Corona beendet. Wenn Sie dem aber jetzt noch ein Corona-Kapitel zufügen könnten, welches wäre das? Ja, es ist gut, dass Sie das sagen, dass es vor Corona beendet wurde, weil viele, glaube ich, den Eindruck haben, dass es ein Corona-Buch ist, weil einfach ich momentan fast nur Anfragen bekomme, die daran interessiert sind, dass ich mich eben genau auf Corona beziehe mit meinem Buch. Aber das ist für mich dann manchmal gar nicht so leicht, weil ich habe überhaupt nicht an Corona gedacht. Wer hat von uns an Corona gedacht? Ja, also das ist im März veröffentlicht und dann ging es schon los. Wenn ich jetzt
ja, es quasi nochmal ergänzen müsste um ein Kapitel oder dürfte, würde ich wahrscheinlich die relativ überraschende Tatsache nehmen, dass das Vertrauen ja erstmal wahnsinnig gestiegen ist in die politischen Institutionen, wenn die Umfragen stimmen, was für viele irgendwie überraschend war, weil es war nicht gut, es war in der Krise, gerade was die Politik anging. Aber vielleicht wichtiger für uns im Alltag ist wahrscheinlich, dass wir auf eine Art Vertrauen neu justieren mussten, die wir vorher auch noch nicht so kannten, weil ja alles, was im Alltag so passiert ist, plötzlich anders und neu war. Also wir wussten nicht mehr so genau, wie nah sollen wir an andere rankommen, welche Entfernungen sind richtig, wie sollen wir uns begrüßen, das Problem haben wir ja immer noch und wir haben plötzlich diese ganzen Aufkleber auf den Böden gehabt. Der andere war irgendwie, und wir selber, gefährlich vielleicht, auch damit mussten wir irgendwie und müssen immer noch umgehen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was auf eine ganz tiefe Weise unser Selbstverhältnis und vielleicht auch unser Verhältnis zu anderen verändern wird. Ich weiß nicht, ob ich darüber froh wäre, wenn es das täte, weil ich glaube, es ist auch ein Verlust. Aber solange wir eben noch keine wirklichen medizinischen Hilfsmittel haben, die uns da rausbringen, wird es ja wahrscheinlich relativ lange dauern. Und das könnte etwas sein, was auch unser Vertrauen zu Mitmenschen nachhaltig verändern wird oder uns auch irgendwie vielleicht auch auf eine positive Weise, um es besser oder positiver darzustellen, auch kreativer machen muss, um neu sozusagen das Vertrauen und die Vertrauenswürdigkeit von anderen auszuloten. Das ist, glaube ich, etwas, was wir in dieser beschleunigten Form so weder erwartet haben, noch in den letzten Jahren hatten. Und das wäre vielleicht etwas, worüber man auch philosophisch mit ein bisschen Rückblick, sage ich mal, dann ja, reflektieren könnte. Sie haben Umfragen angedeutet. Ja, Frau Mika? Für mich war eigentlich im Zusammenhang mit Vertrauen das Entscheidendste jetzt in der Krise, dass wir doch ein Stück Vertrauen in die Welt, wie wir sie kannten, verloren gegangen ist. Also wir reden seit Jahrzehnten von Globalisierung. Ich glaube, so leibhaftig haben wir Globalisierung noch nie erlebt. Also jeder Einzelne wusste ganz genau, es gibt keinen Flecken auf dieser Welt, wohin wir uns retten können und wo wir nicht vom Virus erreicht werden können. Die Indigenen, die sonst völlig abgeschottet leben in manchen Regionen dieser Welt, hat es zum Teil am schwersten getroffen und trifft es noch, zum Beispiel in Brasilien. Also wir haben ja mal von 9/11 gesprochen, also sozusagen einer Zeitenwende. Für mich war das die Zeitenwende von Corona, nämlich das Vertrauen, dass die Welt, so wie wir sie uns vorstellen und mit ihren unterschiedlichen Ländern, wo es alles ganz unterschiedlich tickt und plötzlich kommt das Virus und macht es irgendwie alles gleich. Macht alles gleich, sagen Sie, das hat man am Anfang mal gesagt, vor dem Virus ist jeder Mensch gleich, dann hat man aber natürlich schnell gesehen, es ist nicht so, Sie haben das Beispiel Brasilien angesprochen, natürlich sind Menschen, die sowieso schon schlimm dran sind, in einer viel desolateren Situation, viel ausgelieferter, auch das. Aber ich meinte mit gleich, dass man nicht flüchten kann. Natürlich trifft es Menschen unterschiedlich und wir sind hier wahnsinnig privilegiert in der Bundesrepublik, aber man kann eben nicht sagen, nur weil ich 20 bin, erwischt es mich nicht und nur weil ich 70 bin, erwischt es mich auf jeden Fall. Also diese Form von Gleichmacherei und dadurch eben auch der Verlust des Vertrauens in bestimmte Unterschiede, die dann natürlich letztlich doch wieder irgendwo ihre Geltung hatten. Welche, Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, Lerneffekte treten denn durch so eine neue Ungewissheit ein? Weil man hat ja immer wieder betont, es liegt auch so viel Chance in dieser Krise, in diesem Wegfallen von Vertrauen auf Gewohnheiten. Es bilden sich neue soziale Beziehungen, es gibt neue Solidarität. Aber wie verlässlich ist das? Ja, ich bin immer relativ vorsichtig, was diese Lerneffekte angeht, was, wie Sie sagen, jetzt sehr häufig gesagt wird, weil ich glaube, wir sind noch dabei, überhaupt zu verarbeiten, was passiert ist. Und ich sehe uns noch nicht so weit, dass wir jetzt schon was daraus lernen. Wir müssen jetzt eben diese neuen Gewohnheiten irgendwie uns aneignen. Und dann wird sich zeigen, wenn wir irgendwann wieder anders uns verhalten könnten, ob wir dann quasi nicht mehr raus können oder ob wir auch tatsächlich bestimmte Dinge mitnehmen wollen. Wir haben es ja eben schon gesagt. Irgendwie sind wir alle gleichermaßen betroffen, aber wir sind es eben doch nicht auf eine Art. Und das hören wir jetzt auch täglich, dass bestimmte Gruppierungen viel gefährdeter sind. In den USA hört man, dass die Schwarzen viel mehr sterben als die Weißen und
bestimmte Arme und Obdachlose viel eher betroffen sind als Leute, die eine Wohnung oder ein Dach über dem Kopf haben. Also es ist eben doch nicht so gleich. Und wenn wir von Solidarität reden, dann wäre vielleicht, wenn man jetzt eine Hoffnung hätte, dass wir daraus lernen, wie eng wir miteinander verflochten sind. Das ist eben diese Globalisierung, die plötzlich so nah an uns heranrückt, auch wenn es irgendwie unheimlich ist. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht uns zurückziehen in bestimmten Bereichen auf das Vertraute, hat auch was mit Vertrauen zu tun, weil eben diese Komplexität so unmittelbar spürbar ist, aber gleichzeitig so ein bisschen, wie soll ich sagen, undurchsichtig. Unsichtbare Macht heißt das im Untertitel, da habe ich natürlich auch so nicht dran gedacht, aber es ist ja irgendetwas, was wie von außen kommt, man weiß nicht, von wo es kommt und von wem es kommt und wie es kommt. So viel wissen wir immer noch nicht darüber und meine Angst ist ein bisschen, das wäre kein Lerneffekt, das wäre vielleicht etwas, was eher eine Neigung ist, sich zurückzuziehen auf das eigene Enge, auf das Lokale, vielleicht auch auf das Nationale. Auch das sehen wir ja zum Teil schon. Und das wäre wahnsinnig schade, weil wenn man eben etwas lernen sollte, und das rede ich jetzt eher so im normativen Sinne, nicht, dass das auch passieren wird, dann wäre es sicherlich, dass wir in unserem Verhalten, in unserem Handeln, wir sowieso hier in diesen wohlhabenden Ländern, privilegiert sind, aber gleichzeitig eben auch verflochten sind mit Bereichen, mit Regionen, die weit, weit weg sind. Das ignorieren wir gern, das vergessen wir gern und das geht nicht. Und wenn wir das irgendwie mitnehmen und fruchtbarer machen, als wir es bis jetzt gemacht haben als Gesellschaft, wäre das schön. Ich bin aber unsicher, ob wir das tun werden, weil ich glaube, die Psychologie des Menschen könnte in eine andere Richtung gehen. Und es gibt ja schon Leute, die das Lokale oder Nationale jetzt wieder feiern, gegen das Globalisierte, weil sie sagen, da ist doch die Gefahr nicht so groß, da überschauen wir alles, da ist alles einigermaßen mit Orientierung versehen für uns und das fände ich schade, so verständlich es in gewisser Weise auch ist, das muss man vielleicht auch zugeben. Ja. Abgesehen mal von nationalem Rückzug, aber was ja doch bemerkenswert war, war tatsächlich dieses vor allem anfängliche Vertrauen in die Politik, in die Regierung, das hatte man ja vorher seit Jahren nicht gekannt. Sie haben gesagt, Sie misstrauen, das kommt doch im Buch immer wieder vor, natürlich Umfragen, gerechtfertigterweise. Dennoch, ich finde auch, wenn man sich im Bekanntenkreis umhört, also die Regierung hat wirklich hier, zumindest in Deutschland, eine andere Position. Was meinen Sie, Frau Mika, ist das nachhaltig oder ist sowas schnelllebig? Wird das auch wieder vergehen oder haben die Politiker sich wirklich einen neuen Status erkämpft, der ihnen lange vielleicht abgesprochen wurde, zumindest diesen Volksparteien? Also ich finde, das Interessante war ja, dass es erstmal eines Vertrauensvorschusses brauchte. Denn als diese ganzen brutalen Maßnahmen verkündet wurden mit dem Lockdown, da wusste ja noch niemand, bringt das was, hilft das was, übertreiben die nicht. Und ich fand es schon erstaunlich, dass, obwohl wir seit vielen Jahren eben von einem Vertrauensverlust in die politischen Institutionen und in die Parteien reden, das Vertrauen der Bevölkerung insgesamt doch so hoch war, dass sie es alle gemacht haben, bis auf wenige Ausnahmen. Na klar gab es Corona-Partys, aber man kann ja nur nicht sagen, dass die Leute flächendeckend gefeiert haben. Und das fand ich schon erstaunlich. Und dann in dieser sozusagen Isolation des eigenen Heimes zu beobachten, was macht die Politik, wie macht sie es? Und das hat zumindest denjenigen, die handeln konnten, nämlich den Regierungsparteien, also dem einen Teil der Regierung, wahnsinnig viel gebracht. Wie wir wissen, profitiert die SPD null davon, obwohl man ja überhaupt nicht sagen kann, dass die SPD-Minister und Ministerinnen schlechtere Vorschläge machen als die Union. Und dennoch nützt es der Union, sie hat ungeahnte Höhenflüge, bewegt sich um die 39-40%, die arme SPD dümpelt bei irgendwas zwischen 13 und 14. Also dafür gibt es eigentlich, also ich habe auch mit Politikwissenschaftlern drüber gesprochen, dafür gibt es eigentlich keine wirkliche Erklärung, denn insgesamt kommt die Politik ziemlich gut daher, also. Aber an dem Punkt, da stellt man doch fest, dass dieses Vertrauen in Politik natürlich ganz viel auch an Personen hängt. Klar, es ist jetzt im Moment die Union, aber ich weiß gar nicht, ob es die gesamte Partei ist. Es sind bestimmte Figuren, weil wenn Sie sagen, die SPD als Merkel. Partei nicht, aber Olaf Scholz. Klar, aber Olaf Scholz zum Beispiel ist ja auch jemand, der gut dasteht, aber halt nicht seine gesamte Partei. Sprich, das Vertrauen in die Politik, hängt von Individuen ab. Das tut es, glaube ich, immer. Und wenn man Glück hat,
sind die Personen dieses Vertrauens würdig und dann strahlt es auch auf ihre Partei ab, wenn sie es denn verdient. Mhm. Aber ich glaube, hier ging es tatsächlich um mehr, nicht nur um einzelne Personen, sondern tatsächlich auch um politisches Handeln. Und Sie sprechen ja auch davon, dass Vertrauen durch Praxis erworben wird. Und das, glaube ich, konnte man wirklich gut sehen. Dadurch, dass Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern, was die Infektionszahlen, was die Todeszahlen anging und so eben, wir sind gut durchgekommen, muss man einfach sagen. Und wir haben einerseits viel Glück gehabt, glaube ich, aber es wird natürlich auch der Politik zugute gehalten. Und ich glaube, das ist also mehr. Es sind zum einen die Personen, es ist aber auch das Handeln, das sich als erfolgreich erwiesen hat und dadurch eben neues Vertrauen geschafft hat, oder? Ja, ich glaube, was das Vertrauen vorher, ja, ich will nicht sagen zerstört hat, aber so auf so niedrige Werte hat sinken lassen, ist ja wahrscheinlich auch, dass man irgendwie das Gefühl hatte, ja, die da in Berlin oder in Brüssel oder wo auch immer, die haben mit uns zu wenig zu tun und die kümmern sich nicht um uns, die sind zu weit weg und da sind sowieso Lobbyinteressen, die alles irgendwie beeinflussen, was ja auch nicht ganz falsch ist. Und vielleicht war dieser Effekt der Corona-Politik, jetzt geht es wirklich um das Gemeinwohl, ja, ich gebe den Begriff nicht auf, es geht um alle, es geht um Sicherheit, man will uns irgendwie schützen, auch wenn es bedeutet, dass wir in die Wohnung müssen und irgendwie quasi eingesperrt werden. Aber vielleicht ist das ein Effekt, der für die Vertrauensforschung sehr interessant ist, weil relativ klar ist, wenn man jetzt zurzeit vorher guckt und vielleicht jetzt auch bald wieder, dann hat man ja immer den Eindruck, dass die Werte so niedrig sind, weil irgendwie da ist immer nur Streit, Parteienstreit, Egozentrik oder partielle Interessen. Und die Institutionen, die vorher auch hohe Werte hatten, zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht oder das Rote Kreuz oder so, die standen ja immer schon sozusagen für eine gewisse Selbstlosigkeit oder Gemeinwohlorientierung. Und die Politik hat vielleicht, kann man, ich spekuliere jetzt ein bisschen, hat davon vielleicht profitiert. Dass sie in dieser Zeit so wahrgenommen wurde, dass eben Parteiinteressen gerade mal keine Rolle spielen, sondern irgendwas, was für alle irgendwie jetzt wichtig ist, über jede Parteiengrenze hinweg. Ich glaube, Sie haben sicher recht, aber ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist auch, dass die Übelkrähen von der AfD und die ganzen Rechtspopulisten endlich mal ihre Klappe halten mussten, weil sie konnten nichts beitragen. Und wir haben ja seit langem beobachtet, dass gerade die AfD überproportional viel Raum in der öffentlichen Debatte hatte, sowohl in den Medien als auch im öffentlichen Diskurs. Und jetzt konnten sie aber nichts mehr sagen, denn alles, womit sie versuchten zu punkten, war völlig irrelevant für die Krise. Und man hat genau die Sollbruchstelle gemerkt, als sich die Rechtspopulisten wieder eingeschaltet haben und als es eben darum ging, dagegen zu wettern, gegen die Maßnahmen und jetzt müsste doch endlich mal wieder Lockerung und wir werden unserer Freiheit beraubt und was es an Sprüchen sonst noch gab, Demokratie theoretisch zum Teil völlig berechtigt, aber natürlich rechtspopulistisch aufgeladen und schon hatten wir wieder ein paar Demos. Und da waren ja nicht nur Durchgeknallte, sondern das gab ja eine ganz wilde Mischung von Leuten, die auf die Straße gegangen sind, die einerseits tatsächlich demokratische Freiheiten und Rechte verteidigen wollten, aber eben andere, die eigentlich nur wieder versuchten, dass, die Diskurshoheit an sich zu reißen. Und das ist ja Gott sei Dank nicht wirklich gelungen. Wobei meine Befürchtung wäre, oder ich mich mal gefragt habe, also populistische Parteien, sei es nun die AfD oder auch in anderen Ländern, ob sozusagen die Hochzeit noch wieder kommt. Denn was klar ist, ich meine, jetzt irgendwie in den ersten Monaten haben wir Vertrauen in die Politik gewonnen, wir waren alle d'accord damit, dass die Maßnahmen so und so aussehen müssen. Nur die Folgen sind ja tatsächlich dramatisch in vielen Bereichen. Sprich, wenn wirtschaftliche Not, ökonomische Not, soziale Not zunimmt, herrscht, dann, wie gesagt, frage ich mich, ob da nicht noch das große Comeback des Vertrauens in die populistischen Parteien. Also ich kann mir vorstellen, dass das relativ schnell wieder runtergeht, also die Vertrauenswerte. Ich meine, wir können ja noch über Umfragen reden. Ich bin ja eh relativ skeptisch in dem Buch durchgängig, was den Wert oder den Sinn von Umfragen angeht.
Aber ich glaube auch, dass jetzt schon Dinge wieder aufbrechen, die so ein bisschen ja, unter der Decke waren während des Shutdowns, sage ich mal, weil einfach die Öffentlichkeit auf eine Art ja ein bisschen für eine Zeit begrenzter war oder beschränkter war. Und ich höre auch immer die Stimmen, die sagen, ja, der Neoliberalismus ist endlich entlarvt und tot. Ja, es gibt viele, die das sagen. So, der Staat wird jetzt neu erfunden. Reckwitz hat es gerade in der Zeit wieder geschrieben. Und ehrlich gesagt, für mich verkennt das die Macht des Neoliberalismus, der nicht antistaatlich ist. Ein großes Missverständnis, wer glaubt, dass der Neoliberalismus gegen den Staat ist. Nein, die Raffinesse des Neoliberalismus ist gerade, dass sich des Staats bedient. Hartz IV war ein staatliches Projekt. Und keins von irgendwelchen Ökonomen in Chicago oder so. Und der Neoliberalismus ist stark. Naomi Klein hat ja dieses tolle Buch über Katastrophenkapitalismus geschrieben, wo sich auch zeigen lässt, dass die Profiteure oft von Krisen und von großen Krisen nicht der Staat oder der Sozialstaat oder der sozialdemokratische Staat ist, sondern im Gegenteil. Krisen werden oft auch benutzt, um Institutionen zu reformieren, und zwar in eine Richtung, die uns nicht unbedingt gefällt. Und das ist, glaube ich, eine gewisse Naivität, die da gerade ist. Und wie Sie sagen, ich glaube, da wird schnell allemal dann, wenn es darum geht, wer trägt denn nun die Schulden oder wer kommt für sie auf und wer muss jetzt sparen irgendwann, dann werden diese Kämpfe wieder ausbrechen und dann werden auch, glaube ich, alte Dominanzen wieder aus dem Keller kommen. Und der Neoliberalismus ist in meinen Augen leider nicht tot. Wer das glaubt, der kennt ihn nicht gut genug und weiß auch nicht gut genug, wie adaptionsfähig er ist, ja. Ich hätte ein Wort zu Merkel doch gerne gesagt, weil Sie das vorher sagten. Warum profitiert die SPD nicht? Das ist doch eigentlich unverständlich. Ja? Ich bin auch irgendwie alter Sozialdemokrat von meinem Milieu her und finde viele Sachen, die gerade von denen kommen, gut. Ja? Und endlich Mindestlohn, wird das überhaupt debattiert und all diese Dinge. Und null. Das liegt, ich vermute, es liegt schon daran, dass die Leute sich auf Merkel konzentrieren. Merkel ist das Gesicht dieser ganzen Krise. Und das ist etwas, worüber ich ja im Buch auch manchmal versuche zu schreiben. Vertrauen löst auch seine eigenen Krisen aus in gewisser Weise. Es ist nicht nur Opfer sozusagen und sinkt und dann ist es nicht da, sondern wenn man sich eben auf eine Person fokussiert, weil man glaubt, die steht jetzt für die gute Politik, dann blendet man eben auch ein bisschen aus, was rechts und links davon passiert. Und ich glaube, das ist, ich weiß nicht, ob das politische Psychologie ist, die uns da leitet, so ein Phänomen, dass wir uns, wenn wir jemandem vertrauen, dann auch ein bisschen vielleicht zu stark konzentrieren auf diese Person, weil uns das reicht oder weil wir das Gefühl haben, wir brauchen dieses Symbol, dieses Gesicht für das Abstraktum Politik. Und es sieht so aus, dass die Fülle von Personen, die jetzt daran arbeiten, dass es irgendwie wieder geht in Deutschland, nicht wahrgenommen wird, sondern nur sehr wenige oder vielleicht sogar nur eine. Also ich glaube, das ist so ein bisschen schade, aber ich erkläre mir das so, weil sonst von der Sache her ist es nicht erklärbar, dass nur die einen davon profitieren. Und ich denke, bei Merkel liegt es natürlich auch daran, sie hat es einfach verdammt gut gemacht. Ja. Also alles, was sie öffentlich gesagt hatte, hatte Hand und Fuß. Und wann fing das Theater an? Als die Kerle, die Landesfürsten, wieder quergeschossen haben. Ich meine nicht, dass nicht jedes einzelne Land auch sozusagen seine unterschiedlichen Bedingungen hat, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das war eigentlich wieder... Wir machen klassisch Politik, indem wir uns versuchen, gegeneinander auszuspielen und auszutricksen. Und dann will Bayern wieder ganz vorne sein und so weiter und so weiter. Alles, was bei Merkel nicht vorkommt. Und ich glaube, dieses Vertrauen, was sie als Kanzlerin genießt, und ich bin null Merkel-Fan, aber sie macht es einfach ziemlich gut. Kommen wir mal vom Vertrauen in die Politik zum Vertrauen in die Wissenschaft, das ja jetzt auch neu definiert wurde. Wann hat man sonst mit Virologen in der Öffentlichkeit so zu tun? Auf einmal haben die eine Rolle gespielt, die einfach vorher unbekannt war. Aber trotzdem habe ich mich natürlich die ganze Zeit gefragt, ist das überhaupt das richtige Kriterium, sozusagen Vertrauen in die Wissenschaft, dass auf einmal die Wissenschaft, die Virologen, Ansagen, ja nicht was zu tun ist, das haben sie ja immer gescheut, sie haben ja keine Ratschläge gegeben, wie die Politik zu reagieren hat, aber trotzdem haben sie natürlich Szenarien aufgemalt oder Analysen gestellt, die ja im Grunde das auch gefordert haben und auf einmal war die Wissenschaft dann ganz anders, man musste tatsächlich denen vertrauen, oder? Ja, also ich mag das nicht von Vertrauen müssen zu reden, da gibt es ein ganzes Kapitel, was ich dem widme. Ja, aber sollte man Wissenschaft, die Wissenschaft ja. Ist ja so eine ganz spezielle, ein ganz spezielles Genre ist das falsche Wort. Also sie ist ja eigentlich politikfeindlich, muss man sagen. Hannah Arendt hat das immer sehr schön hervorgehoben, weil die Politik ist Vielfalt, Pluralismus, Streit. Die Wissenschaft will, zumindest die Naturwissenschaft, sagen wir mal, will ja irgendwie Wahrheit und wenn es geht, die eine Wahrheit. Ja, also
was ist jetzt Corona, wie können wir das heilen? Das Beste wäre doch, wenn es da endlich die Wahrheit gibt, wir wissen, wie wir das, ja, und das ist aber nicht typisch politisch, sondern das ist Wissenschaft. Und in dem Sinne verstehe ich zwar, warum man sich jetzt stark auf die Wissenschaft konzentriert hat, das musste man wahrscheinlich auch, und es war vielleicht auch gut, obwohl dann ja irgendwann der Streit auch in der Wissenschaft da war, aber das ist auch normal in gewisser Weise. Aber trotzdem ist es, glaube ich, kein Vorbild für das politische Denken oder für unser politisches Handeln, weil das kann nicht an einer Wahrheit orientiert sein, sondern es muss an vielfältigen Meinungen und an Streit und Auseinandersetzungen orientiert sein. Und in dem Sinne hatte ich nie so ein Problem damit, wenn die Wissenschaft das eine sagt und die Politik aber ihr nicht unbedingt immer gefolgt ist. Ja? Und dann hat man manchmal gesagt, seid ihr verrückt, ihr müsst doch den Wissenschaftlern folgen. Nein, Politik ist nicht Wissenschaft in diesem Sinne, in meinen Augen, und muss sozusagen, was die Wissenschaft empfiehlt oder vorgibt, immer interpretieren, umsetzen und es dann eben für eine demokratische Politik irgendwie umsetzbar und lebbar machen. Und das ist etwas, was die Wissenschaft alleine nicht leisten kann. Insofern fand ich jetzt für mich, war sehr interessant, dieses Spannungsverhältnis auch zwischen Wissenschaft und Politik. Die Wissenschaft hat einerseits wahrscheinlich ja, hat sehr profitiert davon auf eine Art, aber immer dann, das hat man bei Drosten, glaube ich, besonders stark gemerkt, Sie kennen jetzt die ganze Kinderdebatte, ja, also sollen die Kinder jetzt in die Schulen oder in Kindergärten oder nicht, und er hat da ja eine relativ dezidierte Position vertreten, hat dann irgendwann so umgeschwenkt und gesagt, ja doch, jetzt können wir sie wieder öffnen, aber eigentlich, und so, man hat schon gemerkt, eigentlich mochte er das nicht. Das, finde ich, ist dann etwas, wo wir uns auch als Gesellschaft natürlich zwar an der Wissenschaft orientieren müssen, aber sie ist keine, sie macht keine praktischen Anweisungen im unmittelbaren Sinn. Das müssen wir dann schon mit der Politik leisten. Aber wissen Sie, was das Interessante ist, Herr Hartmann? Dass immer dort, wo die Politik in die Krise gerät, nach den Wissenschaftlern in der Politik gerufen wird. Nach dem Motto, wir machen eine Expertenregierung. Denn dann läuft alles gut. Die streiten sich nicht, die haben klare Vorstellungen. Also alles, was Sie vorhin als das politische Geschäft beschrieben haben, und vor allen Dingen das demokratische Geschäft, das wird ja in so einer Expertenregierung ausgeblendet. Und diese Debatte gibt es immer wieder. Wenn die Politik in die Sackgasse gerät, dann wird eine Expertenregierung gemacht. Ist ja auch schon passiert, wenn Regierungen nicht handlungsfähig waren, Wahlen noch nicht sofort vor der Tür standen, gab es Expertenregierungen als Übergangsregierung. Und ich finde das so, also diese Art von Vertrauen in die Wissenschaft, zumal in die Naturwissenschaft, finde ich komplett fatal. Denn Wissenschaft macht doch eigentlich auch nichts anderes, als immer auf der Suche zu sein nach den neuen Antworten. Aber die Antworten, die sie bis dato gegeben haben, ständig zu revidieren, das ist doch Wissenschaft, oder? Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil, wie gesagt, Sie haben dieses Buch ja vor der Corona-Krise geschrieben und erzählen auch am Anfang diese Vertrauenskrise, die auf mehreren Ebenen Sie beobachten, immer wieder zitiert wird, immer wieder festgestellt wird. Sie haben vor, ich glaube, 11 Jahren schon mal ein Buch über Vertrauensbildung, Vertrauen geschrieben. Was war jetzt Grund dafür, nochmal ein Buch zu schreiben, und wie hat sich vielleicht auch seitdem Ihr Blick oder die Entwicklung des Vertrauens verändert? Also das erste Buch ist 2011 erschienen. Das war die Habilitationsschrift, die dann erschienen ist unter dem Titel Die Praxis des Vertrauens. Und das ist natürlich ein Fachbuch irgendwo. Ja, das ist typische Habilitationsschrift, das kennt ja nur fast nur Deutschland, ganz schrecklich zu lesen und mit vielen Zitaten und Fußnoten und so weiter. Und schon da hat sich aber dann irgendwann gezeigt, dass das Interesse an dem Thema größer ist, als ich je erwartet hatte, als ich das dann veröffentlichte. Und es gab immer mal wieder den Wunsch, kannst du das nicht ein bisschen einfacher schreiben, was da so, ja, was da so steht? Und dann habe ich auch in Kontexten Vorträge gehalten, wo ich einfach als Philosoph nie dachte, dass ich da vortragen werde. Ja, also in allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen bekam man Einladungen. Und dann so entstand dann irgendwann mal der Gedanke, vielleicht sollte ich noch ein etwas zugänglicheres Buch über das Thema schreiben. Ich habe mich bemüht, mich nicht zu wiederholen, ja, also nicht einfach Thesen aus der Habilitation jetzt ja, quasi nochmal neu zu paraphrasieren, aber so in dem gleichen Sinn aufzunehmen. Ich habe mehr Empirie, sagen wir mal, reingelassen in das Buch, mehr Sozialwissenschaft und Politikwissenschaft gelesen, weil ich auch das Gefühl hatte, wenn ich Vertrauen schon eine Praxis nenne, dann muss ich es auch mit Leben füllen. Und das war im Grunde so die Idee zu dem Buch, es dann zu machen. Es war so ein bisschen das Bedürfnis, sage ich mal, das von draußen an mich herangetragen wurde. Eigentlich wollte ich das Thema
längst ablegen, weil ich ja irgendwie nur noch damit assoziiert wurde. Und jetzt ist es noch schwerer, da rauszukommen. Aber ich arbeite tatsächlich gerade an was ganz anderem und ich bin ganz froh. Aber das an war so Empathie, wie Sie mir verraten. Empathie, genau, unter Bedingung der Ungleichheit. Und genau, schön, dass ich das mal sagen darf. Ich arbeite nicht nur über Vertrauen, weil ich so... Aber Empathie ist nun nicht wirklich weit davon entfernt. Also ich ja, weiß, Sie machen in Ihrem arbeite, Buch... Wie ich damit arbeite, bis jetzt kommt in dem Text... das Wort Vertrauen nicht vor und mein Stolz wird sein, wenn es gar nicht vorkommt. Nein, also das ist natürlich Quatsch, aber ja, es war sozusagen ein bisschen dieses Gefühl, das Vertrauen kommt immer und immer wieder. Ja? Und dann gab es Krisen verschiedener Art, ja, diese Koalitionsverhandlungen, die gescheitert waren, Vertrauen, ja, und immer wieder. Und das Buch habe ich auch deswegen geschrieben, weil ich dachte, es ist zu undifferenziert, es ist zu unspezifisch. Es reicht nicht immer nur von Vertrauen zu reden, von Vertrauensverlust. Man muss sich ein bisschen auch mal die Mühe machen, zu überlegen, worum soll es denn eigentlich gehen im Vertrauen? Worauf soll sich denn das Vertrauen richten? Deswegen habe ich auch die Tendenz, es eher in Beziehungen immer nur zu verankern. Und Beziehungen gibt es viele und unterschiedliche. Wir sind in ganz unterschiedlichen Bereichen in Beziehungen. Im Privaten sind wir in Freundschaften, in Liebesbeziehungen, in Beziehungen zu unseren Eltern. Im Politischen sind wir in Beziehungen, wenn überhaupt, zur Politik und, und. Und das Buch, das jetzige Buch, hat mir, glaube ich, ermöglicht, einfach viel konkreter das Phänomen zu beschreiben und mit Leben zu füllen, um mal wegzukommen von dem abstrakten Vertrauen, 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 was mich auch ein bisschen wahnsinnig gemacht hat irgendwann. Weil wir müssen im Grunde immer ergänzen, was willst du vom Vertrauen, warum ist es so wichtig, gibt es nicht Misstrauen, das völlig berechtigt ist, wer soll überhaupt vertrauen, in wen soll vertraut werden, wer will unser Vertrauen, das ist ja auch ein Thema. Sollte jeder, der es haben will, unser Vertrauen bekommen? Können die Leute, können die Banken, die unser Vertrauen wollen, überhaupt das Vertrauen erfüllen? Sind sie nicht per se nicht vertrauenswürdig? Und. Das waren so Zugänge, die ich sozusagen an konkreten Feldern mir erarbeitet habe. Und das habe ich natürlich in dem ursprünglichen Buch so nicht gemacht. Da ist es alles ein bisschen abstrakter, sage ich. Die Vertrauensforschung, wie Sie mir sagten, ist eher auf weiblichen Mist gewachsen. Also es gibt viele weibliche Philosophen, die da schon vorgearbeitet haben. Frau Mika, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahrzehnten mit Themen des Feminismus und so weiter. Kommt das von ungefähr, oder weil wir jetzt gerade noch Empathie sagten, Bücher über Vertrauen, Philosophinnen, die sich mit diesen Themen beschäftigen? So sagen, so rum sagen kann. Normalerweise sagt man ja immer, nein, das können Frauen genauso gut wie Männer. Weil es geht ja um eine Menschheitserfahrung und Sie benutzen ja auch den Begriff des Urvertrauens. Und vielleicht ist das tatsächlich der weibliche Zugang zum Vertrauen, dass die Erfahrung, wenn Kinder da sind, denen nichts anderes übrig bleibt, als zunächst der Mutter, natürlich auch dem Vater, also der unmittelbaren Bezugsperson, zu vertrauen. Vielleicht ist das sozusagen die Idee, die Grundlage, die Frauen dazu gebracht hat, sich mit dem Begriff des Vertrauens stärker zu beschäftigen. Unter feministischen Aspekten würde ich allerdings sagen, dass viele Frauen viel zu sehr vertrauen, vor allen Dingen in Beziehungen. Also leider glauben, ich rede jetzt mal von wir, glauben wir Frauen ja immer noch, dass die romantische Liebe alles heilt. Also nichts gegen die romantische Liebe, alles super. Aber sie heilt eben nicht alles. Und ganz viele Untersuchungen zeigen immer wieder, dass gerade Frauen durch Liebesbeziehung und Liebe gründet ja auf Vertrauen, auch blauäugig werden, was das Verhältnis zum Partner, also ich rede jetzt von heterosexuellen Beziehungen, was das Verhältnis zum Partner angeht. Und das führt dann eben bis dahin, dass sie glauben, sie müssten sich nicht ökonomisch absichern, weil sie haben ja einen Partner, der verdient mehr Geld und der wird sie dann auch das Leben lang und möglichst auch im Alter absichern. Gleichzeitig wissen wir über 40% Scheidungsraten. Also das ist nur so ein kleines Beispiel, wo Vertrauen auch ins Gegenteil kippen kann. Denn wenn ich meinen Partner liebe und ihm vertraue, heißt es ja nicht,
dass ich darauf vertrauen kann, dass er mich das ganze Leben lang ökonomisch unterstützt. Und dieses, also für mich heißt diese Art von Vertrauen, dass ich eigentlich Verantwortlichkeit abgebe. Und das, finde ich, spielt bei Vertrauen eine ganz wichtige Rolle. Wann kippt Vertrauen, das ich jemandem anderen entgegenbringe, so um, dass es eine Form von Verantwortungsabgeben oder sogar Verantwortungslosigkeit ist. Und das, finde ich, kann man bei vielen Frauen durchaus beobachten. Alles läuft dann unter dem Label Liebe, aber dadurch machen sie sich auch ganz schön zum Obst. Würden Sie in Ihrer intensiven oder nach Ihrer intensiven fachlichen Auseinandersetzung mit Vertrauen auch sagen, dass es ein grundsätzlich anderes weibliches und männliches Vertrauen gibt? Nee, das würde ich nicht sagen. Also da wüsste ich jetzt auch nicht, ob es in Beziehung, um bei dem privaten Bereich zu bleiben. Ja, also da, was ich bestätigen kann, ist, was Frau Mika sagte, dass in der Philosophie tatsächlich die besten Texte zum Vertrauen in meinen Augen von feministischen Philosophinnen in den 80er, 90er Jahren geschrieben wurden. Und der Kontext, den Sie gerade genannt haben, ist genau der Kontext, nämlich die Familie und die Liebe. Und Annette Beyer, ich möchte den Namen einfach mal nennen, eine ganz tolle, mittlerweile verstorbene neuseeländische Philosophin, hat die ersten berühmten Texte dazu geschrieben. Die hat das genau in diesem Kontext angesiedelt, nämlich in Liebesbeziehungen, die von Vertrauen ja zusammengehalten werden. Das ist die romantische Idee dahinter und sie ist auch nicht falsch. Aber sie hat sich eben genau für diese Fragilität interessiert und für den Punkt, an dem Frau merkt, dass es kein gutes Vertrauen ist, das sie in ihren Partner gesteckt hat oder in die Ehe. Und das war der Anlass für Annette Beyer, über Vertrauen nachzudenken, und zwar in moralphilosophischer Hinsicht. Es ging ihr darum, auch Beziehungen daraufhin sozusagen zu beurteilen, wann denn das Vertrauen in ihnen irgendwie gut oder gesund ist und wann es krank und schlecht ist. Das ist schwer, das ist sehr schwer, weil da muss man sich die Beziehungen angucken, die Strukturen, in denen sie stattfinden. Das ist nichts, was man einfach sieht, ja, was offensichtlich ist. Und das hat sie, finde ich, als Begriff Kant und kategorischer Imperativ und Utilitarismus meistens von Männern definiert und bestimmt. Und das ist etwas, was auch jetzt noch in der Moralphilosophie gerne vergessen wird, dass das daher kam. Es hat aber jetzt nicht, um auf Ihre Frage zu kommen, es hat eigentlich nicht dazu geführt, würde ich sagen, dass es ein spezifisch weibliches Vertrauen und ein spezifisch männliches Vertrauen gibt. Das wüsste ich nicht. Es gibt diese Debatte in der Moralphilosophie, die Ethics of Care und die Idee, dass es eine spezifisch weibliche Moral gibt, das gibt es und das ist unheimlich kontrovers und wird immer noch diskutiert. Aber beim Vertrauen ist es eher, dass man dann in die Beziehung reinguckt. Vertrauen ist ja immer eingelagert in diese Beziehung, ist nichts, was an sich da ist, sondern es ist immer Teil von Liebe oder von Freundschaft oder von Nähe und Intimität. Und man muss das dann eben in der ganzen Vielfalt einer Beziehung analysieren und dann taucht es auf und löst Emotionen aus oder auch nicht. Dass das dann nochmal spezifisch sozusagen männlich oder weiblich kodiert wird, habe ich so nie gesehen und wüsste ich jetzt auch nicht, ob es da irgendwelche Erkenntnisse zu gibt, muss ich sagen. Wenn wir über Vertrauen. Aber in der Praxis, das würden Sie doch nicht bestreiten, oder? Dass sich das in der Praxis bei Männern und Frauen häufig anders niederschlägt. Das Vertrauen in Beziehungen. Ja, also, was heißt anders niederschlägt? Also ich würde sagen, die Opfer von falschem Vertrauen. Wie viele Männer kennen Sie, die darauf vertrauen, dass Ihre Frau sie ernährt? Ja, wenige, das stimmt. Ja, wenn es so gemeint ist, dann haben Sie recht. Ich habe es jetzt primär gesehen an den Punkten, die ich da der Philosophie entnommen habe oder Annette Beyer entnommen habe, wo es tatsächlich auch um Ungleichheit in den Beziehungen geht. Sie hat es aber auch auf Kinder und Eltern bezogen, also sie hat es auf Ungleichheit in Beziehungen generell bezogen. Ja? Und Ehefrau und Ehemann war ein Feld, ein anderes waren andere intime und freundschaftliche oder familiäre Beziehungen. Ja? In dem Sinne hat sie es etwas breiter angesetzt. Der Ausgangspunkt war das Verhältnis von Frauen zu Männern. Und in dem Sinne haben Sie natürlich recht, dass, wenn man so reden will, darauf vertrauen, ja, der Punkt ist, also darauf vertrauen, dass die Frau sie finanziert. Ist das Vertrauen, darauf vertrauen? Das ist vielleicht, weswegen ich etwas gezögert habe jetzt, ja, also weil. Ich denke ja. Ich vertraue darauf, also die Rechnung, die Frauen in so einem Zusammenhang aufmachen, ist ganz schlicht. Wir machen einen Deal. Ich bin bereit, in meinem Job zu reduzieren, meine Qualifikation zu verspielen, mich hauptsächlich um Kinder, Haushalt etc. Zu kümmern.
und dafür verdienst du das Geld. Das ist ja bis heute in den unendlich vielen, auch ganz, also bei Leuten, die sich als ganz normale, als ganz moderne Partner und Partnerin verstehen, ist es ja nach wie vor so. In Deutschland haben, ich glaube, über 80% der Mütter mit kleinen Kindern nur einen Halbtagsjob und von den Vätern 5%. Also, wenn das nicht eine Sache des Vertrauens ist, die Frauen denken ja in dem Zusammenhang nicht, das ist jetzt eine Sache, bis ich Anfang 40 bin und dann geht die Beziehung sowieso auseinander, sondern sie vertrauen darauf, dass diese Beziehung so lange währt, dass das, was sie sozusagen einbringen, sich auszahlt und teilweise ja auch ganz ökonomisch auszahlt. Sie unterscheiden ja an manchen Stellen in Ihrem Buch zwischen sich verlassen auf Vertrauen oder versuchen so ein bisschen den Begriff zu schärfen. Das wäre ja auch etwas, wo man dann auch vielleicht sagen könnte, die Frau verlässt sich darauf. Aber ist das dann ein Unterschied? Ja, oder eben der Mann verlässt sich darauf. Das war ja unsere Perspektive jetzt eben und da haben Sie recht. Ja? Das ist viel, viel seltener als umgekehrt. Ja? Das sind natürlich auch Strukturen, die da eben so sind, wie sie sind und die das ermöglichen. Die generelle Idee war schon, ja, tatsächlich den Begriff des Vertrauens ein bisschen zu entlasten und rauszuholen aus dieser Überverwendung, die er so hat. Und ihm mehr Biss zu verleihen, wie Sie schreiben. Ja. Welchen Biss sollte er Ihrer Meinung nach haben, bekommen wieder? Der Biss bezog sich eigentlich darauf, dass ich, wenn ich jemandem vertraue oder wenn ich vertrauenswürdig bin für jemanden, wir haben das vorhin ganz am Anfang mal gesagt, dann mache ich mich ja verletzlich auf eine Art. Und ich glaube, dass das gern vergessen wird, weil es eben nicht jeder möchte. Nicht jeder möchte sich verletzlich machen. Wir sind im Grunde wieder bei dem Thema, wo wir eben waren. Und das führt, glaube ich, dazu, dass man offen natürlich viele Unternehmen, das machen Banken etc., aber im Grunde gar nicht bereit ist, das, was dahinter steht und was damit verbunden sein sollte, wenn es gutes Vertrauen sein soll, einzulösen. Und das heißt, man wirbt sozusagen um das Vertrauen, man suggeriert, man sei vertrauenswürdig, aber man ist im Grunde nicht bereit, das meinte ich mit Biss, das dann praktisch einzulösen, weil das zieht einiges nach sich. Ja? Zum Beispiel eben die Bereitschaft, die Schwäche des anderen nicht auszunutzen. Das nenne ich ja wesentlich Vertrauen oder Vertrauenswürdigkeit in dem Sinne. Oder sich selber auf eine Art Transparenz zu gerieren, also zu zeigen, dass man auch bereit ist, das eigene Verhalten durchsichtiger zu machen. Auch das passiert ja oft dann gar nicht. Oder sich auf eine Art zugänglich zu machen. Und in dem Sinne ist es für mich so ein bisschen entleert worden, die Kategorie des Vertrauens wird zu leicht verwendet, ohne dass man genau angibt, ist man denn auch bereit, dann das, was damit auf dem Spiel steht, auch wirklich zu erfüllen. Man kann das auch im Arbeitsleben sehen, wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf. Auch dort war in der Managementliteratur Vertrauen eine Zeit lang wahnsinnig populär. Es wurde immer Vertrauen führt, ist so ein Buchtitel. Ja? Und alle Managementratgeber waren voll von Vertrauen. Flache Hierarchien, weniger Top-Down-Management, sondern irgendwie sind wir alle gleich und begegnen uns auf einer Augenhöhe. Und Vertrauen ist dann irgendwie da plötzlich ganz, ganz relevant und ganz populär. Aber in Wirklichkeit verdeckt es auch nach wie vor bestehende Hierarchien und es lässt manche, die dann im Team vielleicht irgendwie arbeiten, auch wenn was schiefläuft, werden sie eher allein gelassen. Also die Strukturen werden oft gar nicht so geschaffen, dass Vertrauen tatsächlich reziprok erfüllt wird. Das meine ich eigentlich nur mit Biss. Also wer mein Vertrauen will, wer also vertrauenswürdig sein will, der kann das nicht nur sagen, sondern der muss auch was machen. Und das ist anspruchsvoll und das ist nicht leicht und das macht man sich oft nicht klar. Und viele von uns und viele Strukturen, in denen wir leben, erschweren das ungemein, das überhaupt lebbar zu machen. Und das meine ich eigentlich mit Biss. Frau Mika, wir sind hier in der Evangelischen Akademie. Welche Rolle spielt Gottes Vertrauen im 21. Jahrhundert, würden Sie sagen? Wollen Sie irgendwie 10 Bücher darüber schreiben? Ich könnte sie nicht schreiben. Aber Vertrauen in eine göttliche Macht ist ja die Grundlage jeder Religion. Denn wir können uns noch so viele Gedanken machen, wir können noch so viele Theologien ausformulieren. Die Grundlage ist, ich glaube an ein höheres Wesen und dieser Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich diesem höheren Wesen nicht nur etwas zutraue, sondern darauf vertraue.
und mich auch aufgehoben fühle, weil ich denke, dieses höhere Wesen ist für mich da, ist für meine Sorgen da, hilft mir, mit Schwierigkeiten zurechtzukommen und so weiter und so weiter. Also Glaube und Vertrauen sind doch so, Herr Hartmann, oder? Also ich habe in dem aktuellen Buch ja darüber nicht geschrieben, aber in dem alten, älteren Buch habe ich ein ganzes Kapitel dazu, obwohl ich bin ja kein Theologe und musste mich da auch reinarbeiten. Ich fand es nur interessant, wenn man das mal historisiert, das Vertrauen, dann muss man ja irgendwie über Gottvertrauen reden, weil in stärker theologisch getragenen Gesellschaften war das der Haupttyp des Vertrauens. Das ist einfach so. Und dann habe ich ein bisschen Luther gelesen, ein bisschen Thomas von Aquin gelesen, die, sozusagen die protestantische und die katholische Variante. Und das war interessant, weil bei Luther ist Gottvertrauen tatsächlich absolut zentral, so zentral, dass Vertrauen in den Mitmenschen wie so eine Art Sünde ist, weil was steht im Hintergrund von Gottvertrauen? Naja, das Vertrauen in ein sehr mächtiges, wenn nicht allmächtiges Wesen. Und wenn Menschen einander vertrauen, dann heißt das für Luther, dass einer sich anmaßt, sozusagen wie eine Gottesposition. Ja? Und das fand er verwerflich. Ja? Das heißt, der Weg vom Gottvertrauen zum Vertrauen in Mitmenschen musste erstmal gegangen werden. Und es ist ganz interessant übrigens, dass die katholische Theologie hier etwas leichter hatte, diesen Weg zum mitmenschlichen Vertrauen zu gehen. Das war für mich ein interessantes Phänomen, jetzt historisch betrachtet. Naja, die katholische Kirche hat es dann einfach auf die Institution übertragen, genau. Nach dem Motto, weil ihr Gott vertraut, müsst ihr auch der Institution vertrauen. Und das ist wiederum eine Form des Vertrauens. Darüber sollten wir vielleicht nochmal nachdenken. Genau. Zurück zum Weltlichen. Weil ich muss Sie natürlich einfach über das Vertrauen in die Medien befragen, denn auch da hat man ja jetzt während der Corona-Zeit beobachtet, dass auf einmal also die Auflagen der Zeitungen sind wieder gestiegen, die Sender haben höhere Einschaltquoten gehabt, es war ein unheimliches Bedürfnis nach Informationen da. Ist auch da die Frage, ob das jetzt längerfristig ist oder ob das wieder abflaut. Aber wie beobachten Sie das? Sie sind schon so lange in diesem Job. Haben Sie, ich sage jetzt mal, Angst, große Sorge um dieses Vertrauen in die Medien und welche Chance haben wir da überhaupt, aus dieser Krise wieder rauszukommen? Ich mache mir da eigentlich gar keine Sorgen, denn wir wissen, dass Rechtspopulisten natürlich damit arbeiten, Medien zu diskreditieren. Das haben wir auch hierzulande gemerkt, dass das teilweise erfolgreich war. Dennoch war es ja nie so, dass es einen absoluten Vertrauensverlust in die Medien gab. Das haben wir selbst in der Branche gerne auf eine Art und Weise problematisiert und kolportiert, die eigentlich rufschädigend für uns selber ist. Aber selbst in den Zeiten, wo wir alle über Lügenpresse nachgedacht haben, haben eben die Meinungsumfragen, die Sie ja, Herr Hartmann, zu Recht sehr kritisch betrachten, aber gehen wir mal davon aus, dass einige doch sozusagen etwas richtig erfassen, dann haben diese Meinungsumfragen immer gezeigt, dass zum Beispiel ins Öffentlich-Rechtliche das Vertrauen nie völlig zerstört war. Aber dass die Leute den sozialen Medien gar kein Vertrauen entgegenbringen. Das ist ja so irre. Alle sagen, wir wissen, dass die Bild-Zeitung lügt, kaufen sie aber trotzdem, Gott sei Dank, weniger als früher, aber sie wird immer noch gekauft. So ähnlich ist es mit den sozialen Medien. Niemand vertraut eigentlich, oder viele vertrauen eigentlich dem, was sie über die sozialen Medien erfahren, in ihrer Blase nicht. Und dennoch tummeln sie sich da und erzeugen eben ihre eigenen Gewissheiten über diese Blasen. Also ich finde das ausgesprochen ambivalent, was da passiert, aber ich vertraue darauf, dass wenn wir als verantwortungsvolle Medienmacher und Macherinnen uns auch im Alltag immer wieder dieser Verantwortung bewusst sind und dadurch eben auch versuchen, das Vertrauen unserer Leser, Leserinnen, Hörer, Hörerinnen, Zuschauer und so weiter zu verdienen. Denn das finde ich, da
hat Vertrauen etwas für mich mit Verdienen zu tun. Wer uns blind vertraut, ist dumm. Er sollte es wirklich lassen. Wir müssen uns das Vertrauen verdienen. Wir müssen uns vom Publikum ständig überprüfen lassen. Aber ich möchte auch verdammt nochmal, dass wenn wir zeigen, dass wir dieses Vertrauens würdig sind, und die Krise hat das an vielen Stellen durchaus gezeigt, dass man uns dieses Vertrauen dann auch zugesteht. Und ich glaube, so funktioniert es, zumal ja auch deutlich geworden ist, was will man denn machen ohne Medien, die verantwortungsvoll in so einer Krise arbeiten und denen, ich glaube, worüber erfahre ich denn, außer vielleicht bei der Ansprache der Bundeskanzlerin, dass das, was über die Krise erzählt wird, über die Maßnahmen, die erzählt wird, dass das richtig ist. Politiker äußern sich zum größten Teil eben auch über die Medien. In der Bundespressekonferenz sitzen Journalisten, aber nicht Herr und Frau Mayer von nebenan. Aber es ist tatsächlich, diese Ambivalenz ist hochinteressant, dass Sie sagen, einerseits ist das Vertrauen, ich weiß nicht, ob Sie das bestätigen, Sie beschäftigen sich ja in Ihrem Buch auch mit Social Media und dem Einfluss von Social Media und auch Fake News auf die Realität. Einerseits ist das Vertrauen, wenn man da vielleicht danach gefragt wird, wenn man Umfragen macht, gar nicht so groß und trotzdem ist der Einfluss ja immens. Sie beschreiben das zum Beispiel am Beispiel von eben auch, wie sehr das auf das Selbstbildnis, auf das Bild vom eigenen Körper und so weiter Einfluss nimmt. Das ist ja in ganz vielen Bereichen so. Ja, ich glaube, es ist eben so, wie Frau Mika gesagt hat, wir lassen uns auch ein bisschen was einreden von den Umfragen, die ja in sehr regelmäßigem Rhythmus erhoben werden. Und ich sage jetzt nicht, dass man gar nichts daraus holen kann, aber es ist doch so, dass oft unsere Praxis in ihrer Vielfalt nicht angemessen abgebildet wird in so einer Umfrage, die mich mal nach meiner Meinung fragt. Ja, also einfach, und Vertrauen ist keine Meinung. Ja, deswegen nenne ich es ja Praxis oder etwas, gelebt wird. Das heißt, es muss auch ganz anders zugänglich gemacht werden für andere und für uns selbst. Und wir haben sehr oft noch die klassischen Medien benutzt, auch wenn wir vielleicht in der Umfrage skeptisch waren oder so. Was machen wir damit? Das ist irgendwie ambivalent, oder? Aber das heißt, vielleicht lassen wir uns auch manche Dinge ein bisschen stark einreden und die Medien haben es sich vielleicht auch selber stark einreden lassen. Also in diesem Sinne muss man, glaube ich, immer schauen, dass man vielleicht gar nicht so genau auf die Meinung schaut, die wir äußern, sondern eher wie wir in unserem Alltag mit Medien umgehen, und dann würde ich vermuten, dass viele von uns einen relativ vielfältigen Umgang mit Medien haben und in dem Sinne sehr wohl auch noch beeinflusst sind von ihnen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und die Social Media, ich habe jetzt nicht so viel darüber geschrieben, weil ich auch selber nicht zu einer Generation gehöre, die damit groß geworden sind, muss ich ehrlich sagen. Mir ging es ja eher um so eine philosophische Diskussion von Verschwörungstheorien und Fake News und was das eigentlich bedeutet und warum das irgendwie eigentlich in sich gar nicht plausibel sein kann, was da manche Leute behaupten. Die gibt es, ja, die gibt es absolut. Ich kenne auch Leute, die so denken, und das muss man auch ernst nehmen, bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann fällt es einem auch schwer. Aber ich habe den Eindruck, dass die Abhängigkeit von guten Informationsmedien in den letzten Monaten nochmal sehr deutlich geworden ist. Ja. Und wahrscheinlich hat das auch die Bereitschaft erhöhen, der Medien, sich da auch nochmal wieder zu befragen. Also wie gut informieren sie, wie vielfältig informieren sie. Aber wenn man immer so von Mainstream-Medien redet oder so, was ja gerne verwendet wird, das fand ich immer eine ganz böse Formel, die nicht stimmt. Weil wenn man sich die Einzelmedien in Deutschland anguckt, ist das immer noch ganz schön vielfältig. Allemal, wenn man mit England vergleicht zum Beispiel oder mit den USA, dann haben wir eine sensationelle Medienlandschaft, in meinen Augen. Ja? Und das muss man mal stark machen und nicht immer nur runtermachen. In der Schweiz, wo ich ja auch viel lebe und wo ich lehre, sieht das schon ganz anders aus. Da gibt es wirklich eine sehr schwierige Situation, weil die Vielfalt der Medien ist wirklich gefährdet, auch durch wirtschaftliche Einflüsse. Und das ist extrem fragil. Und da können wir in Deutschland wirklich, wir können meckern, aber man kann auch mal sehen, dass das insgesamt noch ziemlich positiv ist. Und vielleicht hat Corona das jetzt auch gezeigt, wie sehr wir darauf angewiesen sind, auf gute, irgendwie kluge Informationen, die aber eben auch resonant ist in dem Sinne, dass sie auch zugänglich ist für Kritik oder für Meckerei. Das muss ja alles da rein, ja, und das geht. Stichwort Schweiz, Sie leben und arbeiten, also leben zum Teil dort, arbeiten dort. An einer Stelle sagen Sie in dem Buch, dass die direkte Demokratie sehr wohl ein Modell ist, mit dem Sie sympathisieren.
Wäre das eine Form von Vertrauen in die Bevölkerung, die Sie tatsächlich sich auch für hier wünschen würden? Ja, das ist jetzt heikel, oder? Vielleicht streiten wir jetzt, ich weiß es nicht, weil auch die Rechten in Deutschland wollen die Schweiz als Vorbild. Ja? Mhm. AfD hat eindeutig die Schweiz als und die NZZ als Vorbild erkoren und die direkte Demokratie. Und wenn ich dann sage, ich bin auch dafür, dann bin ich vielleicht in einem Boot, wo ich nicht sein will. Aber ich glaube, man muss das differenziert betrachten und auch unterscheiden. Ich darf noch nicht wählen in der Schweiz, weil ich noch nicht die Schweizer Staatsbürgerschaft habe. Das muss man auch sehen. Man muss 10 Jahre da leben, bevor man das überhaupt darf. Ich würde es gerne, weil ich es toll finde, dass man auch lokal, selbst kleinste Dinge, wenn die ein bestimmtes Budget überschreiten, wird abgestimmt. Das finde ich großartig. Ja? Mhm. Weil es einen zwingt, wenn man dazu bereit ist, sich zu beschäftigen mit Dingen, auch mit Projekten, mit Gebäuden, mit Plänen, mit irgendwelchen Bahnen und so weiter. Und das finde ich irgendwie interessant, weil es einen auch politisiert auf eine Art, die bei uns nicht so selbstverständlich ist, weil wir viel seltener eben wählen können. Also ich habe immer den Eindruck, dass eine direkte oder mehr direkte Demokratie eigentlich etwas ist, was man wagen kann, mehr wagen sollte in Deutschland in meinen Augen. Es ist tatsächlich auf eine Art auch das Vertrauen der Regierenden in die Bevölkerung. Ich sehe es ja auch immer so rum, ja, nicht immer nur in die eine Richtung, sondern in die andere Richtung. Und es gibt Kollegen in meinen Seminaren in der Schweiz, da habe ich mal irgendwann gesagt, sag mal, wenn ihr Schweizer die Folter wieder einführen wolltet, könntet ihr das eigentlich? Und dann sagen die, ja, dann müssten wir ein paar europäische Richtlinien, die wir unterschrieben haben, noch erstmal zurücknehmen, aber ja, im Prinzip könnten wir das. Und da sind wir schockiert als Deutsche, oder? Das kann doch nicht wahr sein, ja? Aber andererseits finde ich es wahnsinnig faszinierend, dass man darauf vertraut, dass das eben nicht passiert. Dass man sagt, der Souverän wird das nicht tun. Wir Deutsche haben eine andere Geschichte, wir können so weit nicht gehen. Und ich bin froh, dass wir das Grundgesetz haben, dass das sozusagen unterbindet. Aber der Gedanke dahinter, dass sozusagen selbst fundamentalste Grundrechte auf der Zustimmung des Volkes beruhen, das ist der demokratische Gedanke. Und der ist, glaube ich, für uns Deutsche noch immer nicht so verinnerlicht wie für die Schweizer, die da stolz drauf sind, mit allen Problemen, die das hat, Frauenwahlrecht, wenn wir das Thema wieder haben, viel, viel zu spät und große Peinlichkeit für das Land. Aber es ist irgendwie etwas, was sich entwickelt. Auch die Rechten haben in den letzten Jahren Abstimmung verloren, sehr zu ihrer Überraschung. Sie haben Abstimmung gewonnen, sehr unangenehm für viele, auch für die Schweiz. Aber es ist nie so, dass etwas endgültig und ein für alle Mal nicht mehr revidiert werden könnte. Und auch das ist Demokratie, dass man unangenehme Entscheidungen revidiert irgendwann, dass man lernt. Auch damit kommen wir Deutschen, glaube ich, von unserer Geschichte her nicht so gut klar und haben uns sozusagen dieses Grundgesetz reingerammt, was so ein bisschen Ewigkeitsgarantien ja auch hat. Ich verstehe das auch historisch, aber an manchen Punkten allemal lokal würde ich mir wirklich mehr Mitbeteiligung wünschen und habe die optimistische Hoffnung, dass das auch die Identifikation mit dem Politischen deutlich verbessern würde. Das ist etwas, da stehe ich doch dahinter. Ja, ich kann mich jetzt nicht so wirklich mit Ihnen streiten, aber nur beim Grundgesetz. Also ich finde, es täte uns gut, mehr direkte Demokratie zu haben. Ich bin aber heilfroh, dass das Grundgesetz bestimmte Dinge wirklich so regelt, dass man da nicht einfach hingehen kann und das mit dem Fingerschnips irgendwie ändern kann. Also, dass man es uns reingerammt hat oder die Väter und Mütter des Grundgesetzes dafür gesorgt haben, danke dafür. Und bei den Populisten, ich meine, dass die AfD sich an der Schweiz orientiert, das ist ja ein Teil ihrer Camouflage, also dieser Hypertrophierung, wenn wir denn die Möglichkeit hätten, dass das Volk uns sehr viel direkter, ich würde ja nie von Volk reden, sondern immer von Bevölkerung, aber dass das Volk uns direkt unterstützt, dann ging es uns so viel besser. Das ist kompletter Quatsch. Die AfD war und ist eine Minderheit und sie hat nur eine Minderheit der Bevölkerung hinter sich. Und ich hoffe und vertraue sehr darauf, dass sich das nie ändern wird. Deswegen glaube ich, wir wissen, dass wir in diesem Land immer einen harten Kern von Menschen haben mit rechtem Gedankengut. Und das bewegt sich zwischen 10% und 15%. Das ist hässlich, aber das ist so seit 50 und mehr Jahren, also eigentlich seit Ende des Krieges. Und solche Menschen werden natürlich auch AfD und Co. unterstützen. Aber dass sozusagen direkte Demokratie
dazu führen würde, dass wir hier plötzlich neonazistische Verhältnisse haben. Das glaube ich auf keinen Fall. Und wie gesagt, wir haben ja das Grundgesetz. Uns beiden ist besonders interessant in dem Buch aufgefallen, was jetzt auch sehr aktuell ist, von wegen der ganzen Rassismusdiskussion. Also die gibt es natürlich schon lange, es gibt auch immer wieder Grund dazu, aber jetzt durch die Vorfälle in den USA, es lebt es ja auch bei uns auf. Und es gibt bei Ihnen ein Kapitel, das heißt Vielfalt als Bedrohung. Da geht es darum, dass also eigentlich würde man ja annehmen, dass wenn man gewohnt ist, in einer multikulturellen Umgebung zu leben, dass die Toleranz, das Vertrauen sozusagen in dieses Miteinander größer ist, als in Gegenden, wo man das vielleicht gar nicht gewohnt ist und wo das Misstrauen oder die Angst größer ist. Sie zitieren aber einen amerikanischen Politikwissenschaftler, Robert D. Putnam, der darüber geschrieben, geforscht hat und der im Grunde zu dem Ergebnis kommt, dass Gesellschaften, die wo zum Beispiel in Amerika, nette Orte, wo Afroamerikaner und Weißamerikaner zusammenleben, dass das zu viel mehr Spaltung führt, zu mehr Misstrauen, zu mehr Auseinandersetzung und eben zwar, oder das können Sie besser erklären, nicht nur zwischen Schwarz und Weiß, sondern eben auch das Gegenteil bewirkt, was man eigentlich denken würde. Das ist, da haben wir beide gesagt, oh, das ist aber spannend in diesem Zusammenhang. Ja, ich habe mich ja ich habe mich damit beschäftigt, weil ich Studien gelesen hatte, auch andere, wo das so eine These war, dass sagen wir multikulturelle Vielfalt in Städten oder in Regionen das Vertrauen sinken lässt. Und zwar eben nicht nur zwischen den vorgeblich Einheimischen und den anderen und den Dazugekommenen, sondern auch unter den Einheimischen oder den kulturellen Mehrheiten, wie immer man das jetzt bezeichnen will. Das wäre eine dramatische These. Dann wäre man sozusagen in der Situation, dass kulturelle Vielfalt das Vertrauen insgesamt angreift, also nicht nur das eine Besondere zu den anderen, sondern auch das zu den eigenen Leuten, wenn man so will. Und das ist dann für manche Ökonomen zum Beispiel auch wichtig, weil die sagen, Vertrauen hängt mit Sozialkapital zusammen. Sozialkapital bedeutet Engagement, bedeutet Arbeitsethik, Bereitschaft, sich einzusetzen für das Gemeinwesen. Alles das, was so mit Vertrauen in der Ökonomie verbunden wird. Und selbst die haben irgendwann diese Thesen aufgenommen, zu sagen, naja, zu viel Migration lässt das Sozialkapital irgendwie kaputt gehen, sprich das Vertrauen. Und ich habe das also deswegen zitiert und überhaupt diskutiert, weil mir das in gewisser Weise nicht gefallen hat. Einerseits, weil vieles davon wieder nur auf Umfragen basiert, haben wir schon gehabt, die oft unsere Praxis verzerren oder auch in eine einseitige Richtung drängen. Und andererseits fand ich es doch interessant, dass vor allen Dingen diese Kontakthypothese, die Sie erwähnt haben, die Kontakthypothese besagt, je mehr Austausch ich habe mit mir unbekannten Fremden oder mit migrantischer Bevölkerung, desto höher wird mein Vertrauen in sie sein oder desto größer wird meine Bereitschaft zu sein, das zu tolerieren oder sogar anzuerkennen. Und das ist das, was angegriffen wird durch Putnam und durch diese Thesen. Und das finde ich deswegen schwierig, weil es auf eine Art zeigt, und das ist jetzt vielleicht eine unerwartete Wendung, die auch mein eigenes Denken da genommen hat, nehmen wir mal an, das stimmt. Ja? Das hieße ja, dass Vertrauen in das eigene größer ist als in das Fremde, und wenn es in das eigene stabil bleiben soll, dann soll das Fremde sozusagen weg. Putnam sagt, auf dem Land ist das Vertrauen höher, generell. Ja? Auch, also die Leute untereinander vertrauen höher, das Sozialkapital ist besser, in der Stadt ist es niedrig. Kontraintuitiv, weil wir alle immer gedacht haben, nee, in der Stadt sind die Leute doch viel toleranter. Wenn wir das jetzt aber mal von den Umfragen her doch akzeptieren, dann könnte das in meinen Augen heißen, dass es ein Vertrauen gibt, das eben auch problematisch ist. Und das ist eine Lesart, die ich vorher auch noch nicht hatte. Vertrauen baut ja auch Grenzen auf. Und ich hatte vorhin gesagt, vielleicht gibt es jetzt auch eine Rückkehr zum kleinen, lokalen oder nationalen, zum Vertrauten. Und das wäre, glaube ich, ein Problem mit diesen Studien, was man nicht irgendwie dann positiv sehen kann. Es kann ja sein, dass die Leute auf dem Land, und nach allem, was wir wissen, sind die Umfragewerte für die Populisten auf dem Land noch höher als in Städten, also so wie wir es auch erwarten würden. Aber dann könnte es ja sein, dass dort die Bereitschaft, nur den Vertrauten zu vertrauen, eben als Problem, nämlich als Abschottungstendenz gegeben ist. Und das wäre sicherlich nichts, was positiv ist. Gleichzeitig bleibe ich aber dabei, dass ich glaube, wir sollten das gar nicht so deuten, sondern
auch in der Stadt. Ich meine, was soll denn Vertrauen heißen an der Stelle? Das ist für mich wieder viel zu unspezifisch. Eine Studie, die ich erwähne, ist, da werden Briefe liegen gelassen, die adressiert sind in einer Großstadt, in einer Gegend, wo viel Multikulti ist. Und man schaut dann, wie viele von diesen Briefen werden in den Briefkasten geschmissen. Ja? Und man sagt, siehe da, da wo viel kulturelle Vielfalt ist, bleiben ziemlich viele Briefe liegen. Ja? Also werden, und siehe da, das heißt wenig Vertrauen. Ja? Also von wegen Kontakthypothese und alles gut. Nein, im Gegenteil, ja? Niedrig. Da wird mit Vertrauen wie so, mit so einer Kampfkategorie gearbeitet. Vielleicht ist es ja gar nicht schlimm, wenn wir den Brief liegen lassen, solange wir einigermaßen klarkommen miteinander oder uns freundlich aus dem Weg gehen, wenn wir irgendjemand nicht mögen. Das ist eine Errungenschaft, das ist eine zivile Errungenschaft. Vielleicht ist das Vertrauen an der Stelle gar nicht so wichtig oder wir sollten uns wenigstens die Mühe machen, auszubuchstabieren, was wir mit Vertrauen meinen. Und das ist etwas, wo ich, glaube ich, dann wieder sehr kritisch mit dieser Studie umgehe. Man kann, glaube ich, ein bisschen was von ihr lernen, dass Vertrauen auch selber, wie ich schon sagte, eine Krisenkategorie sein kann, wenn es nämlich uns abschottet und verengt. Andererseits, glaube ich, sollte man immer festhalten, wenn man schon darüber redet, so allgemein immer klopfen, misstrauisch sein. Was wollt ihr denn vom Vertrauen? Was soll es denn da leisten in der Multikulti-Gesellschaft? Vielleicht ist Vertrauen da auf irgendeine Art wichtig, aber dann bitte genauer sagen, welche Art von Vertrauen. Es gibt drei Fragen von unseren Zuschauern, ja, die jetzt in die Runde geworfen werden. Und eine davon schließt sich vielleicht an das an, was Sie gesagt haben, Herr Hartmann, dass Sie vielleicht noch mal etwas sagen können zu den verschiedenen Arten von Vertrauen, in den verschiedenen Arten von Beziehungen. Gibt es einen Unterschied oder wie ist der Unterschied, wenn man auf etwas vertraut, also auf eine Institution oder jemandem, einer Person vertraut? Vielleicht können Sie das noch mal so ein bisschen ordnen. Ja, also ich fange ja immer an mit Beziehungen und das heißt bei mir tatsächlich auch mit persönlichen Beziehungen, also mit Freundschaft, Liebe oder mit Bekanntschaft, ja, mit Leuten, wo wir einfach Erfahrung gemacht haben. Also ich halte meinen Vertrauensbegriff dort sozusagen fest und erarbeite ihn dort im Positiven und im Negativen. Und dann frage ich, gibt es überhaupt Vertrauen zu Institutionen zum Beispiel? Also kann man das ausweiten? Und natürlich ist das Vertrauen zu Institutionen oder zur Politik nicht vollkommen identisch mit dem Vertrauen zu, sagen wir, einem Freund oder einer Freundin. Also da würde ich Unterschiede sehen. Gleichzeitig haben wir aber vorhin auch schon darüber gesprochen, dass Institutionen ja Gesichter haben. Wir haben das Gesicht gehabt, Merkel diskutiert. Und es gibt Umfragen, die offenbar sagen, dass wir da vertrauensbereit sind. Ja? Also scheint es ja doch irgendwie relevant zu sein. Und in der Politik haben wir es ja auch mit Macht zu tun, mit Delegationen von Macht. Und auch das spricht nicht gegen Vertrauen. Aber es ist sicherlich vom Emotionalen her eines, das auf eine andere Art uns verletzlich macht, als jetzt das Vertrauen in einen Freund oder eine Freundin. Also da würde ich wieder dafür plädieren, sozusagen genau die Beziehung anzuschauen und das Vertrauen dann je unterschiedlich zu beschreiben. Und das sind dann Dinge, die ich nicht pauschal jetzt so beantworten kann, sondern wo man dann eben angucken muss, worum geht es denn eigentlich. Bei Institutionen, nur noch ein Wort dazu, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass Verlässlichkeit oft sinnvoller ist oder auch ausreichen sollte. Die sollen bestimmte Dinge leisten und wenn sie das gut machen, reicht das. Ich finde nicht, dass alle Institutionen unser Vertrauen brauchen. Es gibt aber natürlich Punkte, wenn Sie jetzt an Medizin als Institution denken, wo wir einen Arzt oder eine Ärztin gut kennen und ihr Vertrauen. Und da hätte ich auch gar kein Problem, so zu reden, weil oft muss das, was Institutionen uns als Regeln oder Normen vorgeben, ja übersetzt werden und interpretiert werden und verständlich gemacht werden. Und natürlich hilft es, wenn wir Leute kennen, die das machen. Also da will ich nicht prinzipiell sagen, dass man da nur von Verlässlichkeit reden kann. Aber da bleibe ich dann eben dabei, dass das Vertrauen erfahrungsfundiert ist. Und wenn ich das Glück habe, einen Banker zu kennen, dem ich wirklich, wirklich vertraue, würde ich sogar dort von Vertrauen reden können und es zulassen. Obwohl ich prinzipiell sage, Banken sollten auch nicht unser Vertrauen wollen, die sollen verlässlich sein. Das ist schon schwer genug im Übrigen. Und da würde ich gerne die Institutionen manchmal befreien von dieser Wucht des Vertrauens, das sie haben wollen. Und da hört auf mit dem Vertrauen. Also da würde ich einfach so die verschiedenen Beziehungsmuster, in denen wir stecken, so differenzieren und immer konkret anschauen, worauf kommt es wirklich an. Literatur ist da übrigens oft viel, viel besser als Philosophie, weil sie viel konkreter Beziehungen beschreiben kann. Mhm. Vielen Dank. Noch eine Frage für Sie, Frau Mika, zum Verhältnis von Vertrauen und Transparenz. Hilft die Transparenz dem Vertrauen oder schadet sie vielleicht nur? Vielleicht fangen Sie doch an zu antworten, Herr Hartmann. Ich glaube, jetzt geht's, oder? Es geht wieder. Ich will noch einen Schluck Wasser eingießen. Oh ja. Danke. Bitte.
Transparenz gehört natürlich unmittelbar zu Vertrauen dazu. Das heißt, ich brauche eine bestimmte Offenheit und eine bestimmte Vorstellung davon, dass das, was mir jemand entgegenbringt, also was er transparent macht, auch dem entspricht, was er wirklich denkt, fühlt, sagt und so weiter. Also von daher, Entschuldigung, nicht Corona, nur Allergie. Von daher sind diese beiden Begriffe, haben die ganz viel miteinander zu tun und sie erläutern das ja auch nochmal, was sie jetzt, glaube ich, tun müssten, weil meine Stimme schon wieder weg. Soll ich einsetzen? Ja, bitte. Ja, also zur Transparenz, das ist für mich desto wichtiger, je ungleicher das Machtverhältnis ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, in der Philosophie gibt es manchmal so eine Neigung, Transparenz zu verteufeln, ja, weil sie für Kontrolle und Überwachung steht. Das ist, glaube ich, falsch, weil wir brauchen natürlich, und zwar je ungleicher das Machtverhältnis ist, desto transparentere Verhältnisse. Das Problem ist natürlich, dass ich als Laie jetzt bestimmte sehr komplizierte Zusammenhänge nicht verstehen kann und wenn man sie mir Transparenz macht, immer noch nicht verstehe. Deswegen, ich habe einmal den Begriff Laientransparenz. Wir brauchen natürlich Leute, die uns das dann wieder verständlich machen, zugänglich machen. Und denen müssen wir vertrauen. Das heißt, damit die Transparenz wirken kann, muss quasi das Vertrauen in diese Person, die das für uns zugänglich machen, muss da sein. Und in dem Sinne kann Transparenz Vertrauen nicht per se herstellen, weil sie auf eine Art, damit sie wirken kann, nur wiederum eben auf Vertrauen erstmal beruht. Das ist so ein bisschen das Paradox, was ich an der Stelle beschreibe. Wir kennen das von unserem iPhone oder von unserem Smartphone, wenn wir da die Bedienungsanleitung oder die Bedingungen, die Geschäftsbedingungen lesen, verstehen wir die Hälfte nicht, lesen sie auch in der Regel gar nicht durch. Wir drücken einfach akzeptiere, ja. Das ist transparent, oder? Aber ist es hilfreiche Transparenz? Nein, aber vielleicht könnte es jemandem geben, der mir das erklärt und erläutert, so lange, bis ich es verstehe. Und wenn ich dieser Person vertraue, dann bin ich froh, dass die Transparenz als Möglichkeit da ist und dass die Daten irgendwie vorliegen. Und das ist etwas, was für mich sehr wichtig ist, aber sie löst sicher nicht alle Probleme. Solange sie sozusagen einfach nur ja, sehr komplizierte Zahlenwerke oder Informationen uns ungefiltert präsentiert. Wir müssen den Quellen, die uns etwas transparent machen, vertrauen. Und dann kann sie, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein, weil das Wissen darum, dass man nachgucken kann oder dass man jemanden hätte, der für einen nachguckt, das ist schon wichtig, glaube ich. Aber es wundert mich, Herr Hartmann, dass Sie sagen, das spielt eigentlich eine größere Rolle, je stärker das Machtverhältnis ist. Das ist sicherlich das eine. Aber ich würde sagen, auch in ganz engen privaten Beziehungen, auch in Liebesbeziehungen, spielt Transparenz, die ich jetzt mal mit Offenheit übersetze, eine extreme Rolle. Denn wenn sich mir jemand nicht öffnet in dem, was er denkt und was er fühlt, wie soll ich ihm denn vertrauen, wenn jemand für mich eine Blackbox ist? Wie soll ich dem vertrauen? Also das ist Transparenz schafft doch, oder Offenheit, schafft doch einfach einen Teil der Grundlage, dass ich jemandem vertraue, dass sie mich angucken, mir in die Augen schauen und sagen, ich sage jetzt das und das und ich glaube, dass das die Wahrheit ist und es entspricht meiner Befindlichkeit. Ja, aber ich glaube, dass, ohne dass ich jetzt konservativ klingen will, ich glaube, die Stärke des Vertrauens ist doch auch, dass vieles unausgesprochen bleiben kann, wenn es intakt ist und wenn es gut ist. Wenn das Vertrauen erstmal da ist. Ja, genau. Wenn es da ist, zehrt es, glaube ich, in seiner positiven Kraft davon, dass wir nicht alles. Aber wenn es hergestellt werden muss, braucht es Transparenz. Ja, aber ich vertraue, sonst ja. Ist es doch blindes Vertrauen und das ist doch Dummheit. Ja, aber ich glaube schon, dass ich bei meinem Vertrauensbegriff durchaus sagen würde, ein Element von Blindheit bleibt an ihm haften. Und damit will ich nicht sagen, gefährliche Blindheit oder dumme Blindheit, sondern einfach die Bereitschaft, auch nicht alles über den anderen wissen zu wollen. Und ich glaube, sogar in Liebesbeziehungen ist das manchmal ganz hilfreich. Also, wir können uns angucken, aber Sie wollen, genau, jetzt kommt der weise Philosoph. Nein, also, ich glaube, es ist eine Gratwanderung. Ich glaube, man muss manchmal darauf vertrauen, oder wenn es ein gesundes Vertrauen zwischen zwei Menschen gibt,
dann kann dazu auch gehören, dass man einander nicht alles sagt, was man denkt, weiß, fühlt, dass man Taktgefühl, Adorno hat so einen schönen Aufsatz über Takt geschrieben, der eben auch den anderen in bestimmten Hinsichten nicht verletzt, man kennt ihn aber in seiner Verletzlichkeit, man kennt die Schwächen, die Ängste, die Furcht und es kann sein, dass man darauf vertraut, dass man das schützt gegenseitig. Also ich glaube, dass im positiven Sinne Vertrauen hier auch ein Leben im Unausgesprochenen zulässt. Ich weiß, das klingt heikel, ja, weil es so klingt wie, da sind Dinge unausgesprochen, die man besprechen sollte. Nein, überhaupt nicht. Ich gebe Ihnen völlig recht. Wenn das nicht so wäre, würde man ja die Komplexität von Menschen leugnen. Ich kann doch nicht einen Menschen in seiner völligen Komplexität erfassen. Mir ging es eher um, wie schaffe ich Vertrauen und wie schaffe ich die Grundlage? Und das kann ja ein Ausschnitt dieses Menschen sein, der, wo er sich mir gegenüber öffnet, transparent macht. Und das reicht mir, um Vertrauen aufzubauen. Dann muss ich vielleicht nicht das ganze andere auch noch wissen. Wäre ja vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wir kennen uns ja nicht gegenseitig. Ja, aber ich glaube, dass es... Also ich würde immer sagen, Vertrauen ist dann blind, wenn man jetzt überhaupt nicht nachdenkt oder überhaupt nicht den anderen kennt. Aber ich glaube, es gibt in den intimsten Beziehungen Punkte, wo man springt ein bisschen. Obwohl man nicht Gewissheit hat, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Wie schön, dass eine Frage aus dem Publikum zu solchen... Ist schön, dass man das so weiter... es gibt aber noch eine dritte Frage, die wir auch noch hören wollen, auch wenn man das jetzt sicherlich noch weiter spinnen könnte. Die ist vorhin auch schon angeklungen. Es geht nochmal um das Vertrauen aus philosophischer versus das Vertrauen aus theologischer Perspektive. Also Glaube als Vertrauen. Vielleicht können Sie das nochmal abgrenzen. Glaube als eine Form des Vertrauens. Ja, also im Lateinischen war das ja mit Fides fast eins. Ja, es gab gar nicht die Unterscheidung. Ich habe deswegen eher Vertrauen und Hoffnung zum Beispiel unterschieden. Mhm. Und Hoffnung ist für mich aus irgendwelchen Gründen die theologischere Kategorie. Also was nicht heißt, dass es nicht die ganze Geschichte des Gottesvertrauens gibt. Aber manchmal unterscheide ich das. Und dazu kann ich vielleicht nur sagen, Vertrauen, eigentlich was wir eben hatten, braucht schon Anhaltspunkte dafür, dass der andere vertrauenswürdig ist. Ja? Sonst ist es eben blind und vielleicht sehr gefährlich. Bei der Hoffnung scheint es mir so zu sein, dass man eher dann hofft, wenn man eigentlich wenig Anhaltspunkte hat, dass das, was man sich erwünscht, auch eintritt. Ja? Also Sie kennen den Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das sagt man meistens in einer Situation, wo man eigentlich keine Hoffnung mehr hat. Ja? Mhm. Weil man das Gefühl hat, ich könnte jetzt ein Sportbeispiel nennen, mein Verein steigt nie auf. Ja? Und dann sagt man sowas wie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber eigentlich hat man gar keine Anhaltspunkte. Da würde ich nicht von Vertrauen reden, sondern von eher von Hoffnung, die sozusagen an der Stelle mehr Ungewissheit aushalten muss, aber auch aushält. Das wäre eine Unterscheidung, mit der ich manchmal arbeite. Und was den Glauben angeht, vom Theologischen her, ist die Unterscheidung nicht groß zwischen Glauben und Vertrauen. Eben im Gegenteil, es ist sogar im Begriff, im Lateinischen zumindest, zum Teil komplett überlagert. Es ist ein und dasselbe. Aber wissen Sie, was ich dabei ganz interessant finde? Ich würde, weil Sie die Unterscheidung machen zwischen Vertrauen und Hoffnung, ich würde Vertrauen immer als die Grundlage einer Beziehung beschreiben, aber die Hoffnung, das ist das, was treibt, was nach vorne bringt. Vertrauen ist so etwas, darin kann ich es mir auch bequem machen. Wer hofft, der macht es sich nicht bequem, sondern der sagt, ich habe, so wie Bloch, eine konkrete Utopie und die zeigt sich auch in der Praxis, die Anfänge zeigen sich schon in der Praxis und da will ich hin. Und vielleicht ist das deswegen so ein schönes Paar, Hoffnung und Vertrauen, dass man sozusagen eine Grundlage braucht, von der aus man starten kann, um dann etwas wirklich mit Kraft und mit Mut zu erreichen. Ja, ich glaube, dass ich da etwas skeptischer bin, was die Hoffnung angeht, weil ich bin kein hoffnungsloser Mensch jetzt in so einem Sinne des Wortes, aber vielleicht ist das für mich eine Frage, warum habe ich mich mehr mit Vertrauen und weniger mit Hoffnung beschäftigt? Vielleicht ist Vertrauen für mich rationaler als Einstellung, obwohl ich ja gerade eben selber gesagt habe, dass es immer auch einen Moment von Blindheit hat. Hoffnung finde ich schwierig, weil sie eben für mich immer dann, aber das ist so meine Verwendung vielleicht,
Das liegt nur an Ihrem Fußballverein. Ja, nee, ja, das sowieso, das sowieso. Da habe ich aber auch keine Hoffnung, aber nein. Das ist einfach etwas, wo ich eben, wie ich eben sagte, es gibt so ein schönes Beispiel in der Philosophie, man ist irgendwo in einem Wald und es brennt und man muss über einen Abgrund und da ist eine Brücke, aber die sehr wackelig aussieht. Und jetzt vertraue ich darauf, dass die Brücke hält oder hoffe ich, dass die Brücke hält, ja? Und ich würde immer sagen, wenn die Brücke wirklich extrem gefährlich aussieht, dann vertraue ich nicht darauf, dann hoffe ich, dass sie hält. Das ist mein Punkt mit, ich habe eigentlich wenig Anhaltspunkte, im Gegenteil, sieht sogar so aus, als würde sie definitiv nachgeben, wenn ich darauf laufe. Beim Vertrauen, und das ist vielleicht der Punkt, weswegen ich das dann für mich an der Stelle gar nicht verwenden würde, brauche ich ein bisschen mehr, aber das haben Sie eigentlich auch gesagt vorher, ein bisschen mehr an Information oder an Gewissheit, nicht absolut, dann brauche ich nicht Vertrauen, aber ich brauche ein bisschen was. Und deswegen bin ich, glaube ich, eher jemand, der in der bestehenden Welt eher nach diesen Anhaltspunkten sucht, die Vertrauen rechtfertigen könnten. Während ich bei Hoffnung, das kommt für mich erst ins Spiel, wenn es die nicht mehr gibt. Und dann ist es für mich so eine Sache des Persönlichen, ob man dann eben in der Lage ist zu hoffen und Gott Vertrauen mag helfen. Aber das habe ich in dem Sinne nicht, weil ich jetzt kein gläubiger Mensch bin. Im tiefen Sinne, sage ich mal. Und deswegen ist für mich das Vertrauen vielleicht ganz persönlich wichtiger geworden als Hoffnung. Wir hoffen, wir vertrauen darauf, wir glauben daran, dass demnächst wieder hier Publikum sitzen kann und dann die Publikumsfragen, vielen Dank dafür an Sie, direkt gestellt werden können, sodass Sie dann auch weiter hier mitdiskutieren können. Vielen Dank also Ihnen, vielen Dank Ihnen beiden. Ja, und nochmal sei das Buch erwähnt, Vertrauen, die unsichtbare Macht, im Fischer Verlag erschienen. Ich hoffe, wir haben Lust drauf gemacht. Vielen Dank. Danke auch.